Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Startenbach im LS19 am Samstagmorgen. Einen wunderschönen. Ja, die Folge ist jetzt hier ein bisschen vorproduziert, weil ich tagsüber tatsächlich nicht so viel Zeit habe und abends habe ich dann noch tatsächlich das ein oder andere zu machen und das Projekt aufnehmen, schneiden und so weiter. Deswegen, heute habe ich ein bisschen mehr Zeit noch, deswegen nehme ich das für den Samstag auch auf, aber Sonntag kommt wie immer eine komplett frische Folge. Ja, der Tatra ist immer noch, ihr seht es links oben, mit 57 km/h gerade unterwegs zum Landhandel und wieder zurück, um dann den Varitron, der schon verzweifelt auf ihn wartet, abzufahren. Und ihr seht jetzt auch dann gleich, ob es denn funktioniert oder nicht. Ich bin auch schon mal sehr gespannt. So, den leicht überladenen 6M haben wir hier immer noch. Arme, Alter, die Arme. So, erstmal den Berg hier hochquellen. Oh Gott. Eieiei. Ich packe immer mal ganz kurz hier hinten rein. Aber ich senke natürlich alles ab, damit er entlastet ist. Weil das kann ich nicht ansehen. Also, der Arme. So, das können wir runterlassen. Und das vorne können wir auch runterlassen. So, Motor können wir auch ausmachen. Passt, braucht nicht laufen. Den können wir da eigentlich so. Ja, so drauf liegen lassen, das passt auch. Machen wir noch die Rundumleuchte aus. Passt. So, jetzt kommen wir hoffentlich endlich nach Ewigkeiten zum Schwaden. Motor gestartet. Schwade angeschmissen. Und dann starten wir den hier. Oh, mir ist gerade aufgefallen, ich habe die da halt wie am Anfang auch laut. Egal, es ist egal. Ist nicht so schlimm. So. Sollen wir hier, schwaden wir hier alles mal schön zusammen. Oh, das ist doch herrlich. Da hat da oben der für Phoenix Loading, ich glaube. Ah, warte mal. Der hat doch immer noch da. Genau. Das natürlich. Warte mal. Abtanken und abfahren. Genau. Das passt eigentlich. Ah! Jetzt haben wir den hier, brauche ich. Ja, 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 fein. Da fährt er, Alter. Da fährt er ihn ab. So, ich laufe jetzt hier noch ein bisschen nebenbei, weil ich möchte mir das angucken, wie es denn macht. Ob es denn richtig macht. Weil es kann sein, dass ich den Abstand noch ein bisschen einstellen muss. Aber ich freue mich gerade wie ein kleines Kind dabei nach, dass es läuft, ne? Also, wir fahren mich nicht, Alter. Ich will mich umbringen. Nein, 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 nicht. So, warte, ich steige jetzt hier mal. Ne, warte, ich bleibe noch mal draußen. Dann muss er auch nicht nervös sein. Ich gucke ganz einfach hier so. Oh, oh. Das, Alter. Das ist eine Dame. Sie machen das super. Was ist er hier? Oh, ja, oh, sie ist auch eine Dame. Ah, deswegen vertragen sie sich wahrscheinlich gut. Alter, das. Ich komme nicht hoch. Also ne, leider. Ich komme fast nicht hoch. Egal. Alles das klappt super. Er fällt rückwärts. Ich bin wirklich erstaunt, ne? Ich bin ja wirklich erstaunt, dass das funktioniert. Der ist leer. Das einzige. Er bleibt jetzt hier stehen, ist natürlich nicht ganz so optimal. Weil der Walter wird er gleich sagen, er hat Probleme. Aber ich lasse ihn jetzt einfach mal hier stehen, ansonsten muss ich ein bisschen wegziehen, ist ja auch nicht das Problem. Wobei, das werde ich jetzt gleich schnell machen. Leute, bitte. Oh. Ich habe, glaube ich, gerade irgendwie. Ich habe F10 gedrückt. Was ist F10? Das hat auf jeden Fall gerade geleckt. Egal. Bitte, Leute, die ist jetzt gerade nicht ganz. Voilà. Die ist jetzt gerade nicht ganz so anziehen können. Hm? Ach doch. Und zwar werde ich jetzt aber ganz kurz hier. Hat der nicht zum Anpassen, der Tatra? Na, ich werde nochmal ein bisschen. Ich muss jetzt ganz kurz ein bisschen hier zurückziehen. Ja, das passt schon, das macht er schon so gut.
Wie? Oh Mann, der Motor ist schon wieder ausgegangen. Das kann doch nicht sein hier. Aber gut, man kennt es ja, der Motor geht hier immer aus auf der Stoppenbach. Das ist schon Tradition. So, schön mal zusammengeschweißt, dann kommen wir mal wieder raus aus dem dickigen Wald. Da dahin, ja, da schwaden wir auch nochmal drüber, haben wir beim letzten Mal ja auch immer gemacht. Ja, weil für eine Presse zum Drüberfahren ist dann doch ein bisschen schmal. Schmal. Große. Breit. Meinte ich natürlich. Und hoch der Teil. Perfekt. Ne, da komme ich nicht rum. Dann mache ich auch nicht. Ich war hier ganz normal. Kann man normal sagen? Ja. Ganz brav rückwärts so. Ja, da oben hätten wir eh nicht rumkommen, weil die Hecken haben, weil ich weiß, ein bisschen Kolli. Das heißt, also nicht der Hund Kolli, sondern die Kollision. So. Kann ja der ein oder andere Mensch mal total verstehen. Oh Gott. Ich muss sagen, wenn ich keine Erfahrung mehr lässt oder so weiter hätte, dann würde ich das auch nicht wissen. Denk mal so, was meint ihr jetzt mit Kolli? Aber damit ist eben die Kollision, wie meint er eben, Fachsprache, Abkürzung. Wahrscheinlich einfach eine Abkürzung, oder? Ja, ist immer eine Abkürzung, sagen wir so, Gamersprache. So, das ist, glaube ich, richtig ausgedrückt. Ach ja, das freut mich gerade, es freut mich wirklich, da oben sind immer zwei CP-Fahrer, ich bin hier schön am Schwaden, muss nicht die ganze Zeit hochhüpfen und Sachen machen und ja, das wäre das. Ah, da muss ich auch mal nachgucken, was ist entscheidend, ob das nur bei mir so ist, dass die nichts mehr kosten oder... Ich habe das eigentlich nie eingestellt. Ich habe die neueste CP-Version. Ja, vielleicht fehlen mir gerade ein paar neue Updates wieder, aber... Ich habe da eigentlich nichts an. Ich krieg die Anzeige halt auch nicht mehr, ne? Weil ich weiß nicht, an was es liegt, keine Ahnung. Wenn ihr das gleiche Problem habt, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Dann weiß ich zumindest, dass ich nicht ganz allein bin hier mit dem Problem. Oder, nee, aber nur in der Stappenbach kann es ja auch nicht liegen, oder? Nee, die müssen wir auf einer anderen Karte ausprobieren, wie zum Beispiel Festbrunnen oder so weiter, ob es da auch so ist. Aber ich würde das jetzt einfach nicht auf die Karte schieben, sondern einfach sagen, es ist einfach irgendein Problem, was ich aber auch nicht weiß, an was es liegt. An mir kann es normalerweise nicht liegen, weil ich kriege auch keine Einstellungen zum Sagen, bezahlen oder nicht bezahlen. Kann ich ja mal, wenn ich zum Beispiel eine neue Karte starte, dann komplett neues Ding und CP mit drauf nehme, kann ich das immer ganz kurz dann reinschneiden, wie das denn dann aussieht, wenn ich dran denke. Ich muss mir auf die Stirn schreiben, wenn ich dran. Wenn ich da dran denke, oder mir einfach den Zettel machen. Oh Gott. Stopp! Alter, ich hab doch schon lange die Bremse gedrückt. Da komme ich nicht rum. Das funktioniert so nicht. Da muss man ein bisschen. Ja, jetzt kommen wir rum. Ja, jetzt komme ich easy rum. Das ganz kurz der Warteplan aufgelöst, aber nur minimal. Wer ist denn. Oh, der ist voll. Warte. Ach, diese. Sie nimmt. Oh. Ah. Nee, alles gut. Der macht das. Lol. Da geht einmal nur. Okay, gut. Schnell wieder hin. Ich war doch nur eine Millisekunde weg, Alter. Ich war doch nur wirklich eine Millisekunde weg. Ich dachte, so ganz schnell wieder zurück. Aber ich wollte. Also, oh, so. Wollte eigentlich den Helfer ansetzen. Ich war wirklich nur eine Millisekunde weg. Normalerweise läuft der Motor da noch. Ja, ich warte mal ganz kurz, weil normalerweise regelt sich das von selbst und ich sehe es ja auch oben. Ah, es läuft wieder, passt. Perfekt. Ach, so gefällt mir das. So gefällt mir das. Ich kann hier schön meine Wieseschwaden, die machen das da oben. Ich sag's ja immer wieder, ich weiß auch, ich bin ja wirklich. Ich freue mich echt gerade, dass das funktioniert. Überhaupt, ich freue mich, dass ich es seit so lange noch kann. So. Wenn man sagt, so oft habe ich die CP dann auch nicht im Einsatz. Also bei den letzten Projekten, wo ich hier auf meinen Kanal gemacht habe, auch nicht. Und ich spiele auch so offline. Ja, ich spiele den Rest schon offline auch teilweise, auch manchmal. Aber im Singleplayer mit CP dann eher selten.
Weil ich muss sagen, Multiplayer macht immer mehr Bock. Was mache ich eigentlich gerade mit Leichen und zwei Vorgewinde? So, hier muss ich wieder neue Bahn ansetzen. So, die vordere Schwader runter. Passt. Ich bin tatsächlich auch schon sehr gespannt auf das neue Arpin-DLC, was am 12. November erscheinen soll. Ist natürlich auch schon vorbestellt, ist natürlich auch Hashtag Werbung, Link unten in der Beschreibung. Da könnt ihr euch das direkt vorbestellen bei Giant, also bei der Modhub Giant Seite für PC und Mac. Das ist da aber, glaube ich, nur soweit ich weiß. Oder kann man es nicht nur für Xbox oder oh nein, stopp. Für Xbox und PS4 kann man es da, glaube ich, nicht vorbestellen. Wurde ich mir aber irgendwie gesagt oder immer irgendwo gelesen, aber ich weiß nicht, ob es noch stimmt. Oder ansonsten schaut einfach bei Amazon vorbei. Da gibt es auch die DVD, ja, die DVD, in der DVD-Version, so, oder in der Box-Version, so heißt in der Box-Version. Und ja, Werbung ist vorbei, wir machen wieder weiter mit dem normalen LS-Spiel. So, wieder runterlassen. Aber ja, beim Alpine DLC ist tatsächlich auch der zweite Trailer von Giants rausgekommen. Und ja, es ist ja auch ein Elektro-Traktor dabei, der, ich bin mir echt gespannt, ob der lädt, ob der jetzt so lädt, wie man einmal ranfährt, R zum Beispiel drückt und dann wie man hier Diesel tankt, einmal ganz schnell Diesel auftankt, oder ob der ein bisschen länger braucht. Aber die Elektroautos ist ja so, dass es ein bisschen länger dauert. Aber das sehen wir dann alles. Ich will euch aber gar nicht mehr so viel sagen, weil ihr könnt euch das ja eigentlich alles dann selber erspielen, angucken, was wie klappt. Ich glaube, das macht jetzt ein bisschen mehr Spaß, als wie wenn man hier gespoilert wird. So, den Wort habe ich gesucht. Gespoilert wird. Ja. Ich rede auch mir gar nicht mehr weiter drüber rüber. Ich schwade hier schön in meine Wiese weiter. Bin gerade überlegen, über was ich jetzt da noch reden kann. Weil das Alpine DLC ist mir halt gerade in den Sinn gekommen. Oh, oh! Was war da denn? Das Spiel hat gerade irgendwo gespeichert. Was machen die da oben? Ah, heißt der. Ach, der fährt abtanken. Ah. Okay. Also hat er irgendwie ein bisschen komisch gespeichert. Warte mal, ich guck ganz kurz. Er läuft da hoffentlich bitte noch weiter. Ich guck ganz kurz da hoch. Okay, die machen das. Bitte, bitte, bitte. Es ist. Jetzt bin ich noch näher und fällt 108 dran und er läuft einfach. Geht trotzdem aus. Das ist doch. Das, ja. Gut, kann man auch nichts machen. Ist halt so wie es ist, ne? Ist so wie es ist. So, auch gucken jetzt alles, was auch am Rand liegt, reinschwadern. Ja, das da vorne hier in der Kurve wird immer liegen bleiben, weil da sagt er mir, ja, das Feld gehört dir nicht und das darf da nicht hin und ach. Oh, ich hab Feld gesagt, Wiese, mein Gott, Wiese. Ich hab Wiese gesagt, ich schneid's raus. Nein, nein, alles gut. Der von. Okay. Kurze Meldung. Okay, sie fahren beide wieder. Das mag ich so. Hochdateil, passt. Ah, Rückwärtsgang. Ich brauche einen Vorwärtsgang drin. Das ganz kurz ploppen immer diese Nachrichten auf, die aber gleich wieder verschwinden. Also ich glaube, die da oben machen das gut. Ich war das ganz cool. Es kann natürlich auch sein, dass er im Weg geparkt hat. Ne, es stehen beide. Ich glaube, der Phoenix steht einfach im Weg. Aber jetzt einfach mal die Vermutung. Ich werde auch gleich mal gucken gehen. Oh, jetzt sagen beide. Durch den Reifen. Ich glaube, ich habe sie zu viel gelobt. Es waren beide 0 km/h. Ja, komm, ich guck kurz hoch. Das hat keinen Sinn. Ach, was habt ihr denn gemacht? Als ob das jetzt immer so super funktioniert. Das geht auch nicht hier. Wir kommen ein bisschen weg. So. Ne, warte, ich ziehe den immer noch ein bisschen zurück. So.
Und jetzt fahren wir nochmal neu ran. Oh, jetzt hängt er da wieder. Ich kann ihn halt auch hier nicht anfassen, ne? Das ist halt mein Problem. Ich kann so. Ja, so. Jetzt fahren wir nochmal neu ran. Kann halt sein, dass er natürlich zu spitz ist. Aber es geht, oder? Ja, ein bisschen kratzen, es geht. Okay. Dann machen die da wieder, der ja, steuert natürlich wie immer wieder aus, man kennt's. Ist er hier so ganz normal. So. Dann mal gucken, ob ich alles selber schwaden werde oder ob die 77 wie letztens immer vom CP-Fahrer geschwadet wird, aber ich glaube, ich werde die tatsächlich vom CP-Fahrer schwaden lassen. Weil dann könnte ich eigentlich schon. Ne, warte mal, ich habe dann keinen starken freien Traktor. Mit dem Serum will ich jetzt nicht pressen, muss ich wirklich sagen. Ach komm, ich werde einfach. Wir haben ja eh viel. Oh, das war gut. Nicht so optimal, ich habe davon ein paar was mitgenommen. Wollte ich eigentlich immer vermeiden, aber ja, okay, einmal ein kleiner Patzer. Das geht noch, das ist noch zu bemerken. Wie sagt man? Ich sag mir nur zu. Verschulden? Ich glaube schon, irgendwie so. Ja Leute, ich bin im hochdeutschsprachigen Raum nicht ganz so mit dabei und diese Wörter braucht man halt aber so wie kaum. Ich auf jeden Fall nicht. Und ja. So, warte mal, hier geht's rein. Ich muss eigentlich schon ein bisschen früher reingehen, aber. So. Was da oben knallt auch die Morgensonne runter. Aber ich finde dieses Grün von dem von der Luzerne finde ich einfach so saftig, ne? Also sieht wirklich ein schöner Gegensatz zum Standard Gras von MLS oder Textur von MLS, so. So, ich werde natürlich auch das Gras, was hier noch mit dran liegt, auch mitnehmen. So. Ja, ich habe mich dazu damals entschieden, selber zu schwaden. Weil aus dem ganz einfachen Grund ich ansonsten nicht so richtig was zu tun habe. Und, ja, deswegen werde ich hier das selber schwaden. Es geht ja auch relativ fix, also dauert ja keine 12.000 Jahre. Naja, das sieht gut aus. Gras haben wir, liegt ja auch mit drin, ich weiß nicht genau wieso. Entweder ist ja einfach das so, dass das Feld so weit rausgesetzt wurde, dass standardmäßig da einfach irgendwie noch Gras drin wäre und deswegen, dass er das mitgemäht hat. Oder ja, hat sich irgendwie reingepackt, keine Ahnung. Ich glaube, ich muss da ein paar Bäume mal ein bisschen umplatzieren, weil die stehen mir ein bisschen zu weit teilweise im Feld drin. Meine Wies. Ich sag dazu eigentlich Feld, weil es ist ein Feld. Ne? Einlenken. So, okay, ich hab's noch gerettet, ich hab's noch ready können. Alles gut. Ah ja, hier habe ich vergessen, nochmal nachzumähen. Da hat der CP-Fahrer ein bisschen viel stehen lassen. Beim letzten Mal habe ich da. Weiter beim letzten Mal nochmal drüber gemäht. Ich glaube ein bisschen, aber es auch nicht allzu stark. So. Okay, das ist dann später, wie beim letzten Mal, wo wir gepresst haben und dann gemerkt haben, oh scheiße, da ist noch ein paar Viehzellern, die habe ich hier zum Beispiel noch liegen lassen dann. Entweder fürs nächste Mal oder genau für so einen Notfall. Ja, das passt. Soll ich noch ein Vorgewende machen? Ich weiß nicht, ne? Wirklich sich. Ne, ich glaube, ich brauche kein nochmal ein Vorgewende. Muss ich wirklich sagen, weil. Auf jeden Fall auf dieser Seite nicht, weil hier habe ich noch einen Platz, auch in die andere Wiese reinzufahren. Vielleicht vorne, da wo die Bäume stehen, könnte ich noch eine Bahn ziehen. Wäre, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Bevor ich dann nachher wieder rummeckere, wieso ich das nicht gemacht habe. Mach es doch lieber gleich vorher. Da kann ich mir das dann ersparen.
Ja, das werde ich auch so machen. Okay, der Wartetron ist voll. Bin mal gespannt, ob sie es diesmal wieder hinkriegen. Oder ob wieder einer sagt, oder beide sagen wieder: Oh, da, wir haben einen Unfall gebaut, Leute, wir helfen uns mal kurz hier. Aber wir sind schon groß, Alter, wir müssen uns eigentlich selber auch hinkriegen. Okay, das ist glaube ich noch normal, weil er voll ist und er hat sich gemeldet, dass er entladen werden muss. So, geht's auch wieder. Ach Leute, das hat doch einfach so gut geklappt. Ich glaube, die sind aber auch wieder irgendwie überfordert. Und zwar, egal, ich fahre nochmal die Bahn. Okay Leute, ich guck dann gleich hoch zurück, was ihr wieder für ein Problem habt. Wahrscheinlich sind sie mal wieder zu nah zusammengefahren, so wie vorhin. Werde ich wahrscheinlich vermuten. So, wir gucken nach. Genau. Jetzt scheitert mal wieder daran. So, wieso kann ich den schon wieder nicht anpassen hier? Hallo? Oh. Ich hätte eigentlich nur ein bisschen warten müssen noch. Das Problem hat sich von selber geklärt. Ich sag dazu inzwischen einfach mal gar nichts mehr, was immer normal ist. So, und die roten Meldungen unten sind fast weg. Weil ich gerade den. Oh, nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich hab gerade gedacht, ich habe das Luftdruckgeräusch vom LKW gehört, aber es ist im LS teilweise schon möglich, dass man diese Geräusche hört, aber es kann einfach am Steuer gewesen sein. War knapp, aber ging. Ja, ein bisschen wenn wir nächste Folge noch dran sind mit Schwaden. Aber das haben wir dann auch schnell. Ja, was muss ich schnell? Sind wir jetzt doch nicht damit normal Schwaden. Aber liebe Leute, ich darf mich schon mal wieder von euch verabschieden, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig mit der Folge. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach unten lassen, wäre natürlich sehr nett. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Stadtenbach. Und natürlich auch zu zwei weiteren Folgen auf der Gemeinde Rade. Es ist wieder mal Gemeinde Rade Sonntag, das heißt zwei wunderschöne Folgen, drei Videos insgesamt. Und ja, dann wünsche ich allen einen wunderschönen restlichen Samstag und bis morgen. Haut rein und ciao, ciao. Stopping us, fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be.